Unglaublich. Was denn? Die ganzen Eisenplatten sind schon wieder auf. Ah, so haben wir es doch wieder geregelt. Ein einziger Gyroskop-Dings, die hat mein Raumschiff gerettet. Das irgendwie den Fuß verloren hat. Nun ja. Passiert auch mal so, ne? Kann ja mal passieren. Aber ich hab's gerettet. Ruhig bleiben bei solchen Situationen. Wie ich es immer bei KSP auch immer sage, ruhig bleiben. Situation kurz überschauen, ein wenig nachdenken und dann handeln. Und schon ist alles gut. Ich brauche Stahlrohr groß. Eigentlich müsstest du ja schon flugfähig sein. Oben, unten, rechts, links. Eigentlich müsstest du schon flugfähig sein. Wir schauen mal. Oh, ich brauche nur ein Gyroskop. Du musst erstmal deine Anzeige machen. Also man kann dich nicht sehen. Also wir haben ja unsere Namen über dem Kopf, aber du nicht. Wie mache ich das denn? Weiß ich nicht. Mit K wahrscheinlich irgendwie in deinem persönlichen Menü. Wo brauchst du Stahlrohre? Ach, hinten für das Triebwerk da. Ich guck gerade, wo kann ich denn. Dankeschön. Wo kann man das einstellen? Ein bisschen versetzt. Die Triebwerke, die sind nicht symmetrisch. Ja, ich bin ja noch gar nicht so weit. Ich wollte erstmal nur irgendwo hinfliegen. Sind sie doch. Oder? Ja, einer ist weiter hinten. Hä, warum ist denn der weiter hinten? Oh. Naja. Ich weiß nicht, wie ich meine Anzeige anmachen kann. Drück mal O. Bin gleich wieder da. Jetzt? Jetzt sehe ich dich, ja. Ah, okay. Du hast deine Funkkommunikation ausgeschaltet. Ja, Sky, aber oft ist es ja immer so, man ist dann. Shit. Ist dann überhaupt der Wind. Hä? Uran geht aus. Hä? Was? Was? Uran geht aus? Ja, die Produktion. Achso. Das heißt, er hat immer ein bisschen gekriegt, das hat gereicht, dass nochmal ein bisschen produziert wurde und deswegen hat er die ganze Zeit angefangen zu stottern. Wollte ich noch größere Menge als 100 in Auftrag geben? Nein. Das ist ja unpraktisch. Also ich glaube, mehr als ein Gyroskop brauche ich dann gar nicht. Halt, da wollte ich ja das Ding anbringen. Haha, Entschuldigung. Muss leider wieder runter. So, es sind 25.000 Stahlplatte in Auftrag. So viel ist das gar nicht. Also, nee, ist nicht viel, aber es klingt immer. Das ist ganz schnell wieder weg. Das klingt wieder so richtig so unglaublich, aber in Wahrheit 5 Sekunden weg das Zeug. Boah, ein bisschen mehr dann. Ja, du brauchst nur eine Reihe mal bei mir lang fliegen und dann hast du wieder ein Problem. Ja, also so eine Reihe, das sind schon 6.000. Einmal so eine Dreierreihe von oben nach unten.
Ja, mein Schiff nimmt langsam Formen an. Nimmt da einer die ganze Zeit Computer raus, oder? Ja. Ach, okay. Ich war schon überrascht, warum das die ganze Zeit so am Stockern war. Hilfe, wir werden beklaut. Space-Räuber klauen unser Zeugs oder so. Oder so. Oder so. Gilt denn bei den Solarpanels so? Weißt du das aus dem Kopf, Sven? Ich hab da irgendwann mich da drüber gefahren, aber seitdem habe ich die auch nicht mehr angeguckt. Wieder mit dem Arsch und sonst irgendwas. Es gibt doch Solarzellen als Item. Ja, das sind Komponenten. Ja, yep, da werden wir wohl kaum welche haben dann. Also ich habe noch nie welchen Auftrag gegeben von daher. Nö, darum werden wir auch kaum welche haben. Wie groß ist eigentlich diese Kamera? Der kannst du anbauen und dann kannst du da. Nee, guck grad. Ja, aber wie groß ist die? Groß. Ganz klein. Ein kleiner Block. Also groß wie ein Innenlicht. Das ist doch ganz hervorragend. Das ist doch schön. Das mag ich. So, macht das Docking auch wieder mehr Spaß. Der noch, ja. Obwohl noch ein Motor. Okay. Alice ist die ganze Zeit mit den Rohstoffen beschäftigt, so wie ich früher bei dem Let's Play, was man sich daran erinnern kann. Weil ich auch die ganze Zeit beschäftigt mit den. Da ist auch so viel zu tun. Eigentlich muss man wirklich einer der. Da siehst du ja, Alex hat durchgehend zu tun. Das stimmt, ja. Du bist auch ein Beauftragter. Das war ich schon immer. Auch in MMOs. Was warst du immer in MMOs? So? Ressourcen. War ich immer unterwegs mit. Aber warum man da und Sachen im Verbinder landen, das finde ich echt merkwürdig. Ja, theoretisch kann, glaube ich, wenn du andockst, das Förderbandsystem des Schiffes auch automatisch entladen. Wenn du das einstellst. Vielleicht ist das bei irgendeinem von den Schiffen eingeschaltet. Was das wird, ich brauche ein kleineres Schweißschiff, mit dem ich halt ein bisschen mehr in diese kleinen Ecken bekomme. Und deshalb habe ich mich jetzt für so ein ganz kleines Gefährt entschieden. Kiala, und das soll dann letztendlich mir ein bisschen diese ganze Interieurschweißerei ein bisschen mehr vereinfachen. Das ist sozusagen das Ziel dieser kleinen Unternehmung hier zwischendurch. Nein! Wir spielen ohne Mods, Clonky. So. 11.000 Stahlplatten an Bord. Bis gleich. Mal gucken, wo deine Außenwände, die sind eigentlich schon ziemlich weit. Ja, aber bitte mal, du darfst nicht vergessen, dass das ja nur, gucken, was da noch offen ist. Ja, ich weiß, aber das kann ja erst zugemacht werden, wenn er innen fertig ist. Richtig. Ja, so kann man es nennen. Gibt's ein Feinschweißgerät? Gibt's sowas überhaupt in real? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas überhaupt keinen blassen Schimmer. Also. Ich weiß, dass es Elektroschweißen gibt, Gasschweißen, aber wo da die genauen Unterschiede sind, habe ich keinen Schimmer. Ja, ja. Toll, also es sind keine Handwerker hier an. Das ist ja toll. Handwerker schon, aber kein Metaller. Ja, okay. Immer diese Schreiner und Tischler und. Das ist schlimm. Weißt du, ihr könnt den Tisch zusammenbauen, aber naja. Na gut, ich habe im Baumarkt gearbeitet, habe Schweißgeräte verkauft, aber das
Aber nichts dabei gelernt! Gerade Baumarktmitarbeiter haben keine Ahnung, von daher. Ja, aber reden die ganze Zeit, das hätten sie Ahnung. Ja, man auch wenn man bei sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnung so sicher. Genau. Das lernt man beim Baumarkt, das ist so. Das ist das Erste, was. Nee, das ist das Zweite, was man lernt. Das Erste, was man lernt, ist sich vom Kunden verstecken. Und schnell sein. Problem, wenn man im Zuschnitt ist, dann kann man nicht so gut weglaufen. Ach, ist egal, ist nicht mein Bereich. Das ist meine Abteilung. Müssen Sie den Kollegen fragen. Also da, ich würde ihn ja ungern. Ich kenne nur Feinlöten, okay? Wenigstens einer, der ein bisschen auskennt. Nein, er hat nur keine Lust, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Das ist alles. So. Weil hier sind teilweise blinde Winkel, da musst du nachher mit deinem Feinschweißgerät. Nein, jetzt eigentlich müsste es ja Feinlötgerät jetzt heißen, weil Feinschweiß gibt's ja nicht. Mit Löten kommst du nicht auf die Temperatur, glaube ich. Ja, Löten, das stimmt. Blödsinn und so kannst du dann mit, aber. Ja, was ich das jetzt da. Energy low, weißt du, das interessiert mich überhaupt nicht. Haha. Löten ist für elektrische Sachen meistens. Ja, so auf Platinen und sowas. Ja. Oder auf Holz im Werkunterricht. Aber Sie, Herr Sven, wir es nochmal kümmern? Nein. Brauchen definitiv ein Feinschweißgerät. Da haben wir auch ein ganz tolles in der Auswahl. Es kostet nur ein bisschen mehr als ein normales. So ungefähr. So macht man's. Aber da haben Sie länger was von. Muss ich dazu noch sagen. Bringt Ihnen definitiv mehr, ja. Also. Ja. Denken Sie an die Langzeit, wir wollen ja bestimmt nicht nur einmal schweißen. Da haben Sie hinterher definitiv was raus. Das, man erlebt wirklich Sachen im Baumarkt. Das ist ja, Gott. Was kannst du sagen? Ich habe damit nicht viel zu tun. Ich gehe da höchstens mal hin, um einzukaufen. Ich war nicht lange im Baumarkt, aber ich stimme Stefan zu, was du da erlebst. Das ist. Ich glaube, generell im Einzelhandel ist es, glaube ich, egal, wo du bist, oder? Ich glaube immer, wenn man mit Menschen zu tun hat. Oder mit unterschiedlichen Menschen. Aber ich glaube, das ist normal. Kiala. Ist ja der Plan, Klonki. Das ist ja der Plan. Das Problem ist nur, dass wir aktuell mit der Performance Probleme haben. Mit drei Spielern. Ich werde am Wochenende, das habe ich ja gesagt, gehabt, ein bisschen mehr testen, weil wir haben noch einen anderen Spieler, der auch ganz gerne mitmachen, ein alter Hase. Jens nämlich, jetzt hat er sich auch schon angeboten. Und definitiv möchte ich gerne natürlich mehr Spiele hier haben. Ich habe ja extra einen Post dazu geschrieben, wie ich mir das vorstelle. Ich will das nochmal ein bisschen auch missionsmäßig dann ein bisschen anpassen. Also ja, mitspielen soll kommen. Das heißt, das sollte eigentlich von Anfang an so sein, aber das hat aufgrund der Performance-Probleme, die wir jetzt hatten, sich ein bisschen hingezogen. Musst du mal gucken, also auf meiner Homepage hast du dann einen schönen Link dazu, wo ich erklärt habe, was man machen muss. Ich hab's noch vorhin gehabt. Wo ist er? Komm her, du Schwein. Nämlich ein Sensor. Was sagt der Sensor aber nochmal, dass er dann, wenn du nah genug kommst, irgendwas ab, was von sich gibt, ne? Ja, das ist quasi das Auge für ähnliche Sachen. Also wenn du, kannst du auch einstellen, dass er bei Feindschiffen, bei Spielerschiffen, bei kleinen Schiffen, bei großen Schiffen bestimmte Aktionen macht. Ja, soll jetzt eigentlich nur, soll einfach nur, wenn ich irgendwo hinten gegenfliege, sofort sagen, dass ich irgendwo hinten gegenfliege. Das hier habe ich auch. Also habe ich Videos von gesehen, aber ich wüsste. Das ist diese bei den Schweißgeräten. Andere helfen. Das ist eine Option, die man anmachen kann. Ja, das heißt aber nur, dass du. Achso, von dass man andere Sachen, die anderen Fraktionen gehören. Anderen Fraktionen mithelfen kannst. Sehr schön. Ja,
Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Katka, hallo! Nein! Heute ist... KSP ist erst Montag wieder dran. Und ich werde auch nie mehrere Spiele spielen. Also ich würde eigentlich... Außer ich weiß, ich muss irgendein Special, aber sonst werde ich immer nur ein Spiel spielen. Ich habe gerade Motoren rausgenommen. Ich nicht. Ich bin weit weg. Inwandern. Ah, doch, das ist ja. Das ist das Projekt. Oh, Sven. Kannst du eigentlich jetzt langsam mit deinem Schiff hier weitermachen? Den großen? Wieso? Hast du es irgendwie eilig? Ich bin hier noch am Basteln. Ich habe das mit den Außen alles fertig, was dran ist. Oh, okay. Ach, schön. Dann guck ich gleich mal. Mein Kleines ist ja auch gleich fertig. Dann kann ich ja jetzt mal mein anderes Projekt beginnen. Ja, kannst du. Ich habe jetzt ja mein eigenes kleines Schweißschiffchen, also von daher. Gibt es vielleicht eine Änderung? Es ist ein neuer Dockingport und auf diesem Dockingport sind alle Komponenten drin. Werde ich jetzt mit der Hand managen und alles da reinschieben. Okay. Oh, scheiße, ich bin gestorben. Ich hab die Schweißdinger angelassen. Ich steig aus und flieg natürlich durch die Schweißdinger durch. Das ist so ein Thema, wenn man zu viel Sandbox spielt, ne? Nein, normalerweise habe ich die immer auf die Maustaste und muss immer gedrückt halten, wenn ich hier mit schweiße. Ich habe das jetzt einfach mal gesagt, ah, Mensch, machst du clever, machst du einfach nur an und dann musst du nur noch steuern und musst nicht immer die Maustaste drücken. Ja. Falsch gedacht. Was das Teil erinnert mich an Kampf der Galaktika, die Jäger von den Menschen. Das muss ich überlegen. Hm? Die Jäger von den Menschen, die Thunderbirds, oder wie die Dinger hießen, bei Kampf der Galaktika. Ja, diese ganz Kampfstern Galaktika? Ja. Achso, nee, ich kenne nur die neue Serie. Aber haben die nicht noch so kleine Seitenflügel gehabt, rechts und links? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also ein Spiel oder eine Serie? Eine Serie, ja. Aber wie gesagt, die ist vor meiner Zeit. Und daher. Genau, ich kann das aus der neuen Serie nicht eigentlich alles beantworten. Wobei man diesen schmalen Cockpit bestimmt einen guten Jäger nachbauen könnte. Weil ich glaube, die sind so in der Art. Wie gesagt, ich kenne sie nur von Bildern. Ne, sie meinten gerade, es war gerade der Kommentar von Dennis bezüglich meines Schweißschiffes hier. Nein, ich weiß schon. Sensor und Kommunikation. Was machst du denn hier, Alex? Halleluja! Viper, genau! Viper hießen die Dinger! Ach, gut, der Mann! Stimmt, Viper hießen die Dinger! Was mach ich? Wo mach ich? Du baust ja alles voll! Ja, natürlich! Produktionseffizienz auf Maximum! Auf so 25% tippen, aber... Viper, genau! Was? Ich hab doch genug Kommunikationskompetenz mitgenommen, oder nicht? Nicht? Ach so. Ach du Scheiße, die sind so schwer, dass ich nur einen mitnehmen kann. Eieieiei, dann machen wir alles leer.
Ja, die hatten so Stimmeflügel. Die haben so, glaube ich, so Stimmeflügel dran, ne? Ich glaube, wo auch deren Dings drin war, so. Ich glaube schon. Ich glaube, da waren hier so rechts, dann müssten wir praktisch hier noch, also wenn man jetzt hier noch Flügel ranbauen würde. Ich glaube, dann käme schon ein bisschen. Ganz langen Nadelfällen mit zwei kurzen Stimmeflügeln rechts und links. Ja, genau, doch, stimmt. Dennis recht, so ein bisschen. Doch, so ein bisschen erinnert das daran. Da hat Dennis recht, doch. Ein bisschen erinnert mein Gefährt danach. Obwohl, ich zugeben muss. Aber, Stefan? Ja? Wie ist das mit den großen Antrieben? Weiß nicht, was du meinst. Funktionieren die bei großen Schiffen? Oder weißt du es auch wieder? Ah, stimmt, das könnte. Müssen wir dann mal testen, sonst ändere ich die Mache, sonst mache ich da kleine von. Na gut, da wird Sven auch Probleme kriegen, wenn das ist, aber. Ja, genau. Ach, Sven hat auch große dran. Ich habe große, ja. Aber ich bin ja Host, von daher wird es wahrscheinlich bei mir keine Probleme geben. Das kann gut sein. Also bei mir das kein Problem. Herz. Oh, oh. Was macht ihr denn da? Das Ding ist aber auch. An die Schweißdinger zum Glück aus. Macht die doch immer erst aus, bevor er da reingeht, Mensch. Ja, ich wäre jetzt auch. Wenn die angewiesen wären, dann wäre ich jetzt Glück gehabt. Also das Massesystem ist total verkackt. Ich bin gerade aus Versehen gegen mein Schweißschiff geflogen und habe das ganze Teil ins Trubeln gebracht. Was ist doch der Scheiß denn? Bei der Masse, die er drin hat, na gut, kommt drauf an, was für eine Masse man dir gibt, ne? Sein. Ist ja die Frage, was er dir halt, ja, keine Ahnung, was da 10 Meter pro Sekunde oder sowas ich halt hatte. Ich krieg hier nur kurze Distanzen hier. Also ich bin so im Seitwärtsfliegen mich dagegen geflogen, das ist direkt weggehauen. Okay. So, der Sensor, was kann ich denn einstellen? Guck mal kurz gucken. Aussehen nach links, rechts, unten, oben, hinten, vorne. Also nur nach vorne gucken. 5 Meter ist okay. Spiel nur Objekte erkennen, Spieler erkennen braucht er nicht. Stationen erkennen. Kleine, große und Stationen erkennen. Okay, gucken wir gleich mal. Ach ja, ich glaube, ich habe es wieder in Erinnerung, wie man das macht. Du musst erst den Sensor festlegen, den Tonblock. Muss man den unbedingt auf eine Stätze setzen? Jetzt kannst du mich verbinden, die beiden, mit dem Tonblock. Genau. Schwupps. Ich glaube an aus. Mal gucken wir mal. Schauen wir doch mal, ob es funktioniert. Das Kamera auch noch mal. So. Also fliegen tut das Ding wie die Hölle. Schauen wir doch mal, wie das Ding sich verhält, wenn es irgendwo gegenfliegen will. Sagen wir, dir können ja die Triebwerke gar nicht abplatzen, weil du hast ja Ping 0. Keine Ahnung. Ich muss das mal testen. Oh, ich bin noch gar nicht fertig geschweißt. Das geht ja gar nicht. Das kann ich so nicht. So kann ich keinen Test machen. So ist kein ordnungsgemäßer Test möglich. Warum habe ich so viel Verbinder angebaut? Wird das auch einer werfen? Nee, macht er nicht. Warum meldet er sich nicht? Du musst dich melden, Sensor. Sensor, du sollst mir jetzt sagen, dass ich kurz vorm Gegenfahren bin. Da haben wir noch irgendwo große Rohre, sonst knall ich welche in die Produktion. Muss ich nicht reinmachen, aber nicht mehr viel. Gut, was nimmt da als vorne? Also er guckt in diese Richtung. Ist das vorne? Wir gucken mal. Ich glaube, ich hab wieder Disconnect. Ne, jetzt geht's wieder. Kontrolle.
Ach, ich hab noch gar kein Licht ab. Das ist natürlich doof, wenn man keine Alarm auslöst. Das war der Fehler. Geht aber nicht an. Warum geht der nicht an? Was muss ich denn da machen? Was man sich mit solchen Sachen immer nicht auskennt. Okay. Oder muss ich das in einen Block setzen? Also ich habe den Tonblock ausgewählt. Es ist alles soweit an, alles gut. Der Sensor ist auch eingestellt und soll den Tonblock abspielen. Eigentlich doch alles richtig. Aber warum macht er das dann nicht? Verstehe ich nicht. Mein Sensorblock mag nicht funktionieren. Ist das nicht schockierend? Ich habe keinen blassen Schimmer, warum nicht. Ich verstehe nicht, warum. Vielleicht ist die Verlängerungsdauer zu kurz. Das kann natürlich sein. Ich gucke gleich mal. Er sagt auch Wiederholzeit erhöhen. Ich habe gesagt, mit dem Ding noch keine Arbeit. Wir schauen mal. So. Fast schon dran, das kann ja nicht sein. Ja, ein bisschen Stahlrohrproblem. Hier ist aber auch was los, wir müssen echt aufpassen, wo man hinfliegt. Ich kapiere nicht, warum der Sensorblock nicht funktioniert. Also ich habe das immer mit der Zeitschaltuhr gemacht, wenn ich mehrere. Ah, gute Frage. Danke, danke, danke. Ja. Erstmal gucken. Ah! Ich war zu nah. Funktioniert auf jeden Fall, aber ich sitze natürlich viel, viel, viel zu weit weg. Danke, 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 Sky. Das war der Fehler. 10 Meter ist definitiv zu weit. Das 5 Meter finde ich auch noch zu weit. Wenn man schon sowas Lösendes hat, dann muss man es ja auch nutzen, ne? Aber man muss es einmal verstehen, wie. Aber Sky, du hast mich auf die richtige Idee gebracht. Mit dem Grün, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich will es ein bisschen weiter. Er soll nur ganz kurz, bevor er gegenfliegt, eigentlich nur anditschen. Soll mich ja nur davor bewahren,
irgendwo gegenzufliegen. Ja, das ist okay. Damit kann man leben. Dankeschön. Das war doch schon mal eine schöne Geschichte. Vielen lieben Dank, Sky. Das war, glaube ich, der Wink mit dem Soundfall. Ich glaube, auch ein bisschen zu lang eingestellt jetzt. Auf 3 Sekunden reicht. Und dann können wir mal die Docking-Cam ausprobieren. Wie geht denn das? Ansicht? Da kannst du unten in die Dings reinschmeißen und dann Ansicht. Wow. Nicey, nicey. So. Ist ein Docking-Port offen? Fragezeichen? Ja. Meine Güte, der weiß doch richtig Bescheid, der Dennis. 2,5 Meter sind das? Okay, naja, das Problem ist, unter 2 geht das. Also 1 Meter wäre ein bisschen untertrieben. Also 2 Meter jetzt, die ich habe, oder 3 Meter, die sind schon okay. Wie gesagt, nur darum, dass ich halt, wenn ich jetzt irgendwo drin im Schiff bin, dass ich halt nicht hinten irgendwo gegenfliege. Darum geht es mir eigentlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Verbinderkomponenten. Was machst du denn da? Weil die blinkt schon wieder so. Alex. Was du? Bei dir, dein M-Sammler 5 blinkt. Was Sammler 5? Ja, den baue ich schon, den montiere ich gerade um. Da wird nochmal eine kleine Änderung vorgenommen. So niedrig ist. Oh. So ein großes Triebwerk gehen ja. 960 Triebwerkskomponenten. Ja. Das, deswegen gehen mir die Dinger die ganze Zeit aus. Ist wieso? Alle Docking-Ports belegt und meine raus. Dann habe ich schon Teleskop drin. Ich bin interessiert, mal zu fragen, wie man es überhaupt sieht. Alter, wirkt das nah bei der Kamera. Das ist ja voll fies. Brauchst nicht schreien, ist schon alles in Ordnung. Ah, okay. Ach, kannst du die auch verbinden, dass die automatisch... Oh, danke, dass du es sagst. Da werde ich gleich mal gucken. So, Alex, du hast gesagt, irgendwo hast du jetzt die ganzen Sachen reingepackt. Noch nicht. Ist auf dem Weg. Achso, okay, dann kann ich ja mich frei mit den restlichen paar Kröten, die wir noch zur Verfügung stehen haben. Wo ist denn eigentlich mein wunderschöner... Nee, Moment mal, kann ich tatsächlich eventuell, muss ich da was dazwischen packen? Mal gucken. Ah, was passiert? Hä? So, bin abgekoppelt worden. Aber echt das? Okay, Entschuldigung. Weiß nicht, was hast du gemacht? Ich hab dich entriegelt und es... Ich hab grad irgendwie das Gefühl, dass mein Docking-Port nicht richtig funktioniert, aber eigentlich... Ja, großer Frachtcontainer ist ja da. Ach ja, ich kann es ja von innen nicht machen, ich kann es ja von außen machen. Das war ja die Geschichte, war ja. Da geht der Alarm los. Jo, muss ich gerne mal. Damit haben Leute Drohnen gebaut, die jemand automatisch folgen. Eieiei, echt? Gibt schon ziemlich krasse Leute. Muss man ja mal sonst sagen.
So, machen wir hier mal ein bisschen. Wie sieht's denn aus? Wie katastrophal sieht's denn aus? Wahrscheinlich hat sich Stefan wieder alles geschnappt. Oh mein Gott, 3 Uhr morgen und am Samstag aufstehen, mein herzliches Beileid. Aber was will man machen, ne? Das Geld muss fließen. A Frachtkonstruktor, was ist das denn? Ah, das ist der, das ist das, was meins, aber ich bin schon wieder abgekoppelt. Ich dürfte gar nicht mehr. Warte. Ja, ich hatte gehofft, dass es in alphabetischer Reihenfolge ist und dass ich dann nicht immer ganz runterscrollen muss, wenn ich meinen Frachtcontainer suche, aber. Ja, wir haben jetzt drei Schwarzschiffe zu unterhalten, ist natürlich definitiv zu übertrieben, da haben wir jetzt keine Chance zu. Was machst du hier? Ein manuelles Trennsystem. What? So. Ist eine Übergangslösung. Muss ich, glaube ich, mal anschauen, wie dieser Programmierblock funktioniert. What the heck? Sag ich dazu nur. Siehst du gleich. Hol dich, wenn es fertig ist. Ja, was macht eigentlich Stefan mit seinem Schiff? Oder bist du noch beschäftigt, mein Schiff zu basteln? An meinem Schiff rumzubasteln? Nee, ich bin jetzt bei meinem Mal. Okay, jetzt ist der Frachtcontainer soweit. Das kann aber auch, weißt du, das kann Dennis auch jedes Mal muss er das bringen, ne? Also jedes Mal den Satz, wegen mir. Süßstoffproduktion. Oh, Motoren fehlen. Ja, also wir müssen uns ein bisschen. Achso, du bist ja gerade am Schiff basteln. Mhm. Ja, ich muss auch ständig also, zurückfliegen und Sachen aufladen. Du kannst. Also, wir können uns nicht drei Schiffe leisten zu machen gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Also wir müssen irgendwo jetzt zu Rande kommen. Jetzt komme ich ja gar nicht vorwärts mit meinem Schiff hier. Ich hab deinen großen bin ich ja soweit. Das stimmt. Nur das Interieur und das. Ja, und das braucht natürlich jetzt richtig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber es ist natürlich blöd, wenn wir jetzt die Sachen in drei verschiedene Schiffe packen und am Ende, also in drei verschiedene Sachen packen und am Ende für keins fertig kriegen. Weißt du, was ich meine? Das wäre ja ein bisschen kontraproduktiv. Was sagte ich jetzt, was fehlen? Motoren, ne? Es gibt das Frachtcontainer, die nicht am Netz angeschlossen sind? Ein, ja. Ja, und da sind Motoren drin. Ja, das hier und der hat aber einen Dockingport. Der hat einen eigenen Dockingport? Ja. Yeah. Warum ist der nicht am ganzen Netz angeschlossen? Weil er möchte, dass die Teile sich. Deswegen macht er doch gerade dieses Trennsystem. Genau, die sollen sich eben nicht miteinander vermischen. Okay. Deswegen bastelt er doch hier schon wie verzweifelt. Dann docke ich mich da nachher an. Achso, du willst die ganzen Bauteile dann einfach rüberspülen, dass sie so noch in einem Frachtcontainer drin sind. Genau. Aber dass das Fördermannsystem nichts selbst anlegen kann. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, den man selber betreiben muss, aber dafür hast du da auch wirklich nur Bauteile drin. Okay. Und das ganze im ganzen restlichen System ist quasi nur noch Erz drin. Das ist die Idee davon. Also habe ich es im Singleplayer gelöst. Ja. Ja, auf jeden Fall gehen jetzt hier gewaltig die Ressourcen runter. Ich hoffe, Stefan verbreitet nicht alles da hinten, aber ich vermute mal schon.
Tropfen auf einen heißen Stein im Vergleich zum Mutterschiff. Das wage ich zu bezweifeln. Dafür braucht deutlich weniger Metall bei mir. Ja, aber wahrscheinlich alles Wichtige, was noch gebraucht wird. Halt, ist halt sehr viel Technik, aber wenn das Ding erstmal läuft, dann. Ja. Wir können ja auch die anderen beiden, die Miner-Schiffe, die können eigentlich. Also eins kann zumindest abgebaut werden, aber wir haben ja momentan kein Abbauschiff. Daher. Wie ist das? Wirklich. Ach, an und an dem sind die ganzen Fertigungsroboter angeschlossen. Ah, nee, doch nicht. Was? Nein. Das war jetzt Frachtcontainer 4, genau. Und. Oh. Nicht, dass ich mich hier an dem großen Triebwerk verbrenne. Die Kiste ja eigentlich leer. Soll ich mal irgendwo. Ist auch nicht viel drin. Oh, Alter, wir müssen echt. Leute, wir kommen ja nicht zu Rande. Alles leer geräubert. Wir müssen auch gleich mal die Schiffe leeren. In dem. Im einen Bauschiff hier ist noch Zeug drin, im anderen ist noch drin. Ja, eben sage ich die ganze Zeit. Pack dir schon mal hier den Frachtcontainer rein. Ich habe nebenbei eh nichts zu tun. Ich kann nichts machen. Stefan ist da gerade dabei, sein Raumschiff zu verwirklichen. Ich kann nichts machen, denn ich habe keine Materialien. So, das soll. Genau, das ist ja auch im Vergleich zu mir, ist das ja natürlich total wenig, was du hier brauchst. 7. Ah, das ist. Also das ist ein ziemlich krasses System, was du hier ausdenkst. Starmade? Was ist denn Starmade? Oh, das habe ich damals gespielt, als das ganz, 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 ganz neu war. Das ist sozusagen der Vorgänger von diesem Spiel hier. Das war echt? Erste. Da gab es einen Vorgänger? Ja, das war der erste. Nicht von Keen, ne? Und viel primitiver und schlechter, obwohl es da Planeten gibt. Das war ja auch kommen. Das war sozusagen der erste Space Minecraft-Klon. Starmade? Das hab ich gar nichts. Nee, das ist auch ziemlich, ist nie wirklich, war immer umsonst, muss man zugeben, aber nie so gut und bekannt geworden und hat sich auch nicht wirklich viel weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, wahrscheinlich wohl. War ziemlich trashig, sozusagen B-Movie-mäßig. Kann mir nicht erinnern. Aber es geht, hab da auch mal Spaß mit gehabt. Vielleicht ist es überhaupt nichts. Ah, das ist wie gesagt. Auch nie. Ich hatte mal die Idee, Minecraft im Weltraum,
Ne? Auch vielleicht gibt es sowas ja schon, die Idee hatte ja aber schon mal jemand. Ne? Und so habe ich dann gezielt nach so einem Spiel gesucht und dann habe ich das gefunden. Ach so, okay. Und dann habe ich hier geguckt, weil es auch mit Craften und so, ob es irgendwelche YouTuber gibt, da spielen, und ich habe einen gefunden. In der ganzen Welt. Naja, immerhin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich mit den Gaming Clerks, hat der Christian letztens so schön gesagt gehabt, ne, dass die YouTuber, die Let's Player mal nicht immer nur die Spiele Let's Playen sollen, die halt jeder spielt, sondern die Spiele, die halt doch eher, sagen wir mal, seltener ist, so wie ich es letztendlich auch mache. KSP ist ja auch nun gerade nicht so ein riesen Monster-Game und Star Space ist es auch nicht. Myratax mit diesem, was so ein Geier ist. Oder auch Spiele dann zeigt, die immer noch nie. Nee, auch das Let's Playen, weil der hatte irgendwie so ein Hack gefunden von Super Mario Bros. 3. Also die Cartridges teilweise gehackt und so. Und sagte, ja, hat er schon recht irgendwo. Letztendlich, wenn man genau betrachtet, wird ja immer das Gleiche gemacht. Einer fängt mit dem Let's Play von irgendeinem ganz verwirrten von Watch Dogs an und dann machen es alle anderen nach. Und dann hast du da 85 Millionen Watch Dogs Let's Plays. Ich bin ja schon ein Stück weiter raus, weil ich mit KSP mich ja schon ziemlich weit eigentlich vom normalen Mainstream ja schon entferne. Oder Minecraft damals. Dann immer noch. Ist doch immer noch riesig. Und League of Legends, Dota 2, das sind so die. Ach, aber diese Stelle. Also das sind ja so die Stream-Spiele, ne? Genau. League of Legends sei schon, was soll ich sagen, Battlefield und den ganzen Mist. Oh ja. Gibt ja auch zuhauf. Wie sieht's aus, Alex? Ach, es läuft schon. Ja, läuft. Whoop. Doch schon 20. Das stimmt, ja. Meinst du, mit 3 kommst du hin? Ja, ich denke fürs erste Jahr. So, Stefan holt jetzt wahrscheinlich alles noch raus, was noch aus irgendeiner Form noch vorhanden ist, sodass wir dann gar nichts mehr haben. Ja, aber wieso läuft denn in der Produktion nichts, wenn wir. Weißt du, er hat sogar die Textfelder hinten an seinen Chef angebracht. Also eins auf sicher, ich glaube, er wird fertig, also schneller fertig als ich mit irgendwie mit den wichtigsten Teilen. Er holt sicher alles ab. Schneller als du. Hä? Nö, ich komme mich um andere Dinge ja auch. Das ist ja kein Wettbewerb. Ja, so, sicher nicht. Wenn es zum Wettbewerb ergibt. Ich muss ein paar Sachen hier in Produktion schmeißen. Wenn das hier zum Wettbewerb erklärt wird, dann kann er gar nicht gucken, wie der dann hier. Da haben wir gar keine Ende. Chance, dann macht Sven einfach Server aus und spielt weiter. Eben, das ist ja für mich gar kein Problem. Schmeiß ich euch einfach raus. Da habe ich halt überhaupt kein Problem mit. Warum kann ich mich an den Verbinder nicht einbringen? Ist der Verbinder nicht. Achso, ich bin noch nicht richtig verbunden. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Der ist ja auch leer von den Fertigungsrobotern. Fertigungsroboter. Ich kann sagen, das hat sich lange keiner mehr drum gekümmert. Ich habe jetzt auch was gerade Produktion wieder angeschmissen. Aber. Brauchen wir den Stahlplatten wir mal, ne? Ja, wir machen jetzt erstmal. Wir brauchen keinen. Sachen, Motoren und Computer. Okay, machst du jetzt gerade was an den Fertigungsrobotern oder soll ich es machen? Weil nur nicht, dass wir dann alles zehnfach da drin haben, quasi. Ach, der Komponentenauswurf, da komme ich ran von hier aus. Ja, aber der wird ja gerade leer. Der wirft's ja gerade in den einen Frachtcontainer hier. Wie heißt denn der Frachtcontainer überhaupt? Oh Gott, das ist so schwer. Das ist Komponentencontainer ist der natürlich. Da sind 35.000 Stahlplatten drin zum Beispiel. 6.000 Konstruktionskontainer. Ach da, komplett. Da war. Da ist ja nichts mehr drin. Ja, mit dem Mutterschiff werden wir auf keinen Fall nicht weiterkommen. Das wollte ich gar nicht anfangen. Bah, Stahlplatten sind ja genug da. Ich muss die Raffinerien, Schnuckipatzi. Schnuckipatzi?
Kifuzi. Du hast alle Spezialteile abgegriffen, die noch da sind. Das haben wir, müssen wir wieder irgendwo in einen Zustand. Achso, wir müssen jetzt Dinge abdocken, das ist ja jetzt in Zukunft der Platz, wo wir. Wow, was war das? Moment, anders nutzt diese Station. Ups. Was denn? Hier ist noch ein zweites Hologramm. Nö. Das und deins. Ja, ich sehe hier noch ein zweites. Ein unvollständiges. Ja. Dann ist das ein Bug. Was heißt das, über ein Holoprojektor hängt? Ja, nee, ist noch ein zweites. Hängt komplett woanders und ist auch nur zur Hälfte ungefähr. Und dann ist das ein Bug. Ja, das ist ein Bug. Geh ich nicht. Tja, Jungs, können wir also zugucken, wie er dockt. Was denn? Die Lichtbögenöfen sind alle leer. Wir bräuchten dringend Erz, glaube ich. Wie, haben wir das ganze Erz, was der schon gesammelt hat, weg? Wow. Ja, das ist alles weg. Die sind alle leer. Komplett. Also außer Nickel, aber... Erstmal ein bisschen Erz, kann ich noch hochschieben. Wow. Alter, das war eine große Menge, die er da gesammelt hat. Das ist krass. Gucken wir, ob in den Minern noch was drinnen liegt. Wie teilt man nochmal eine Stapel? Was? Stimmt, wir haben kaum noch Eisenerz. Das stimmt, ja. Also wir haben jetzt ungefähr 30.000 Erz, die ich jetzt noch gefunden habe, aber dein ist aus. 216k, Verbinder 4. Verbinder 4? Aber das nimmt er nicht raus, was? 28.000. Ah, nee, ja, Rest voll ist, weil die Inventarlisten von den Raffinerien voll sind. Aber die Lichtbögenöfen sind alle leer. Eigentlich müsste er sich rausnehmen, also er kann es nicht aus dem Verbinder nehmen. Wo ich denn nicht verstehe, wieso nicht. Warte mal, ich versuche mal händisch zu schieben. Habe ich schon gerade. Ich hab's gerade nicht. Doch, habe ich. Erst Licht um Lichtbogen 2 ist voll. Es geht. Okay. Aber die sind irgendwie, füllen die sich nicht. Warum nicht? Förderbandsystem benutzen aus bei Lichtboden. Ja, shit, sorry, ich habe mich ausgeschaltet. Ich hatte es ja vorhin ausgeschaltet, weil ich es mir mit der Hand gefüllt hatte. Ja, mein Fehler. Doch nix. Das stimmt natürlich. Lässt du sie schon um? Also soll ich sie umstellen? Mache ich gleich. Ja, ich kann auch. So. Nur, dass halt nicht zwei umstellen. Baue ich nur in die Ladung an und dann gehe ich nochmal los zum Minern. Wir haben ja zwei Minerschiffe. Theoretisch können wir auch zu zweit im Minern gehen. Ja, ich gehe auch gleich mal an. Das mache ich auch gleich. Aber gut, zu zweit würde ich. Ich glaube, einer reicht. Ich mach das schon. Bau du da dein Blitz dann. Bau du da dein Dingsi. Sind wir nicht Schwerkraft? Hast du einen Schwerkraftgenerator auf deinem Minerschiff? Ja. Ah, okay. Wozu hast du einen Schwerkraftgenerator auf deinem Minerschiff? Ja, klar. Nein, wozu? Deal. Hier. Ja.
Hast du den genommen, damit der Herr da auch? Ich habe sogar Texttafeln hinten dran, die ich wahrscheinlich gar nicht brauche, wieder abmachen könnte, die ich nur dran gemacht habe, um zu gucken, wie sie sind. Okay, hab nicht gehabt. Hab nur gefragt. Der Rest ist aber immer sehr hier minimalistisch. Oh, ich kann Ihnen den Auswurf kann ich dir schon mal zeigen. Der ist ja schon mal fertig. Müsste eigentlich fertig sein. Ups. Wenn er die Programmierung übernommen hat. Hier irgendwo, Sven? Ich bin weg, ich kann es nicht sagen. Achso. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin gerade nur kurz noch mal reparieren und dann wollte ich mal meinen. Hab ich auch nicht gemacht. Hab mir auch schon was gesucht. Ja, ich habe hier nämlich auch einen Auswurf mit Zeit, mit Licht und mit Ton. Licht und Ton? Was? Achso, mit dich gegenfliegst oder was? Yes. Nein. Ist sowas ähnliches. Also. Eigentlich nur eine Spielerei. Okay, überall fliegende. Das weg, jetzt fliegt hier einfach mittendrin so ein Teil rum, so ein Hologramm, was gar nicht zu meinem Schiff gehört. Erbsenbug. Ja, Sven, sag Bescheid, wenn du mal in der Nähe bist. Ich bin. Hab mir einfach ein Asteroid gesucht und werde jetzt gleich meinen. Will wahrscheinlich gleich bei euch lecken. Meiner schon fast genommen. Das große. Oh, das langsame. Bong. Was wirklich eine miserabel gebaut ist, aber naja. Das ist minimalistisch. Also ich habe wirklich, das ist das kleinstmögliche Minerschiff, was man mit großen Blöcken bauen kann. Das ist scheiße, ich würde das andere nehmen. Das andere baut schneller ab, fliegt sich besser. Ach, passt schon. Es ist echt einfach geworden, wenn du wie lange früher gebraucht hast, um so eine Strecke mal wegzuminern. Das haben sie echt einfach gemacht. Warte mal, kann ich das nicht umstellen, dass du dann direkt. Irgendwie einstellen, dass deine Dauer an ist. Ja, machst du eine Gruppe von und dann packst du die Gruppe unten rein und machst auf Umschalten. Achso, ja. Naja, das da auch. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Und aus. So. Dass ich nicht drücken muss. Brauchen wir außer Eisen überhaupt noch irgendwas, Alex? Du bist unser großer Produktionsbeauftragter. Dann wird noch so. Gold haben wir genug, Uran haben wir noch genug, Silber haben wir genug. Kobalt wäre vielleicht noch ein Punkt. Kobalt? Okay, ich guck mal, wie ich es finde. Ich glaube, Kobalt haben wir noch nicht so viel. Ja, aber hauptsächlich ist Eisen wirklich das Problem. Nö, ja, das bauen wir hier gerade großflächig ab. Leckt das dann bei euch dann immer noch, wenn ich hier meine, oder leckt das bei euch dann nicht, wenn ich meine? Ja, bei mir ist alles gut. Ja, gerade auch nichts wirklich.
Also ich das nur, wenn ich sozusagen, wenn einer jemand anders meine hat, ist ja witzig. Wahrscheinlich, weil dann erst, was ich alles zu dir geschickt wird, dann verteilt wird oder so. Ja, scheinbar. Guten Abend! Oh! Liu? Liu? Das ist aber ein interessanter Name, den du dir da ausgesucht hast. Und funktioniert das System jetzt, Alex? Bist du jetzt zufriedener? Bisschen. Das ist eine schöne Aussage. Ein bisschen. Also im Grunde überhaupt nicht. Woran hakt es denn jetzt? Ich bedauere, dass ich keine Programmerfahrung habe. Programmiererfahrung. Ja, ja, echt nicht schlecht. Sehr viel mitmachen. Hallo Julisan! Nee, Lulsian? Oh, ich hab so einen interessanten Namen. Lulsian. Mehr Eisen. Woran arbeitet ihr? Wir sind eigentlich immer noch mit dem Schiff beschäftigt. Stefan baut auch gerade sein Mining-Schiff da groß an. Ah, ist noch beschäftigt, unsere Station irgendwie in einem funktionierendes Werk zu bringen. Und ich habe mir gedacht, da ich nichts machen kann aktuell, weil uns die Ressourcen fehlen, wird ein bisschen gemeinert. Das gehört nun mal bei Space Engineers leider dazu. Ich habe den falschen Ding gewählt. Hopp. Und Julsian. Julsian. Ach Jungs, wie schreibt man das immer? Wie gesagt, ihr müsst aber irgendwie. Ich will in Zukunft erwarte ich Wort Lautsilben, damit ich verstehen kann, wie das Ding gut ausgesprochen wird. Was? Ist immer lustig, wenn Amerikaner oder Engländer versuchen oder Englisch sprechende versuchen, irgendwelche deutschen Char-Namen zu sprechen in irgendwelchen Twitch-Geschichten. Das ist immer voll lustig. Bei World of Tanks die ganzen englischen YouTuber, die dann hier die deutschen Panzernamen und sowas. Ja, ja, genau. Mit Borsig, Waffenträger. Das ist ja auch fies. Mhm. Hätten sich ja zumindest englische Namen ausdenken können, oder? Wenn sie schon die Panzer ausdenken. Ja, so ungefähr. Das ist ja wenigstens dann, also es ist ja... So Gold, wir brauchen Gold. Was brauchen wir? Ich denke, wir brauchen kein Gold. Gold ist aber da eigentlich. Ja, also ich habe in der Produktion... Achso. Goldwärts ist da. Und wahrscheinlich, dass Raffinerien nicht nachkommen bei der Menge. Aus allem nicht. Also ich muss gerade nur am Eisenerz machen, ja, am Eisen zu meisern hier. Müssen wir schon, wenn ihr was mehr braucht, dann müsst ihr sagen. Dann muss ich ein bisschen was gucken, ob ich irgendwo Gold finde. Ja, dann schmeißt du ein bisschen ja. Gold rein. Nabel. Erstmal ist es so einfach geworden bei Space Engineers, muss ich sagen, es ging früher. Ja. Schlaf gut! Rabauken! Rabauke! Gibt Gold auch fast in den Lichtbögen, Lichtbogenöfen oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube ne, tatsächlich gerade bei uns zu mangeln. Ich glaube, wir können nur Eisenerz und Kobalt oder noch irgendwas. Stahlrohr.
422. Oh, halt, stopp. Ich habe gelogen. 600k habe ich jetzt an Eisenerz. Wärst du damit erstmal zufrieden? Alex? Was? Mit 600k bist du erstmal. Boah. Zwischendurch. So, was brauchen wir jetzt noch? Gold hat er gesagt? Oder was noch? Nee, Gold ist da. Goldbarren fehlen, aber da kannst du uns. Ja, gut, das ist ja nur eine Sache. Da müssen wir ein bisschen warten. Ja. Die Verbraucher an Materialien aktuell ist sowieso schwer, irgendwie mit Rohstoffmengen zu hinzukriegen. So, also Eisen haben wir genug gehabt. Ich glaube, Kobalt hast du noch gesagt, ne? Kobalt, ja. Ach, Kobalt ist natürlich ein bisschen schwieriger. Kobalt. Dinge, die du brauchst. Mal finden. Platin. Eisen, Uran, Erz. Ich glaube, hier schon kommen wir nicht weiter. Wo ist der nächste kleine Freund? Da. Naja, wir müssen ja eins fertig bringen, aber na klar, bevor noch andere Projekte zu beginnen. Eigentlich wollen wir noch. Also eine Idee, was hier noch später kommen soll, da ist noch jede Menge zu machen. Liu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist das zweite Mal, dass wir uns richtig getroffen haben. Das dritte Mal jetzt, ne? Das kommt, also es ist ja ein Langzeitprojekt hier, es ist ja keins, wo wir jetzt irgendwie 3 Tage nur machen und dann nie wieder. Und das kommt alles noch. Also ich finde kein Kobalt. Kobalt. Need Kobalt. Bestimmt nur einer von den großen. Magnesium. Wir brauchen vielleicht Magnesium. Keine Ahnung. Silizium, Silikon. Dann nehmen wir mal den großen hier unten und gucken, ob wir da irgendwie wissen, was der da finden. Das wäre natürlich nett, wenn hier. Hier sind schon 2 Löcher drin. Uran, Silber. So aus, als wenn da schon Stefan mal dich durchgeknabbert hätte. Ja, hier und da. Nee, angeknabbert. Du hast nicht mal aufgegessen. Nee, ich habe mir überall einen Happen abgebissen. So. Silber, Uran. Aber kein Kobalt. Also es sieht bis jetzt schlecht mit Kobalt aus. Stefan, falls du irgendwo Kobalt findest, gleich GPS-Daten melden. Merken. Nee, ich sag nur für Zukunft mal gleich diese GPS-Daten merken. Ah, so, ja. Haben wir jetzt ja die Möglichkeit, weil es scheint wohl echt schwierig zu sein. Uran habe ich hier. Eisen, Uran, alles Mögliche. Nur das, was ich brauche. Ich brauche Kobalt. Rest. Ja, komisch. Ich finde kein Kobalt, Jungs. Irgendwo muss Kobalt sein. Naja, ich knabber mich hier langsam aber sicher. Klar wird es irgendwo Kobalt geben, aber die Frage ist natürlich, wenn es irgendwo ganz tief drin ist, dann siehst du es ja von außen nicht. Ja, wobei mit dem großen hast du die großen Sensoren, die sind ja schon deutlich besser. Sehr viel mehr Reichweite. Das ist der einzige Vorteil beim großen Minerschiff. Silikon. Uran.
Das ist witzig. Also mit Eisen können wir uns totschmeißen, aber... Ach ne, ich meine, erstmal wir mit deinem Schiff da. Mein Schiff! Mein Schiff! Ja, ist ja wohl typisch. Erstmal ist es das erste gemeinsame, Projekt und, ne, und deins verbraucht auch nicht so viel weniger, mein Jung. Wie wollen wir deins hier nicht unter den Scheffel stellen? Ist kobaltblau. Weißt du auch, dein Schiff, dein Baby. Hallo Siggi! Nickel, Magnesium, kein Kobalt. Also ich würde jetzt nicht irgendwie dich jetzt ärgern, Alex, aber ich finde kein Kobalt. Mit Nickel kann ich jetzt anbieten, Platin, aber kein Kobalt. Ist das irgendwo mit drin? Klar, ihr könnt immer alle Fragen stellen, die ihr euch vorstellen könnt. Da braucht ihr euch nie zurückhalten. Also, um Gottes Willen. Das ist aber bei Space Engine ist mir schon aufgefallen, da hat man nicht ganz so viel Zeit zum Reden. Also, das merkt dann schon, dass dann häufiger mal ein bisschen weniger Informatives kommt. Aber klar, immer. So, letzte Asteroidgruppe, die ich jetzt versuche und dann. Muss in Zukunft dann unser Meisterminer dann immer wieder der Kobalt findet, dann entsprechend auch die GPS-Daten sich speichern. Okay. Komm, dann werden die dann hinten auf die Texttafel reingeschrieben. Wie auch immer, auf jeden Fall brauchen wir Kobalt. Kann sein, dass es erst im Inneren von Dings zu finden. Ich habe ja auch so viel Ahnung mit Space Engines habe ich auch nicht. Dass ich da jetzt das sagen könnte. Ja, also eigentlich kann man so ziemlich alles von außen. Also ich weiß, der große Sensor, der hat ja einen Haufen Reichweite. Das stimmt. Eigentlich, also ich habe bisher immer alles nach außen. Ja, ich auch, aber... Gefunden. Weißt du, die Kleinen, die sind richtig schön. Ne? Das, die sind manchmal so dran und die sind so klein und da hat man gleich das Leckere. So, Magnesium, Uran, Platinum. Silber. Kobalt! Treffer. Ich glaube zwar nicht viel, aber immerhin. Ist auch ein Kobalt? Ja. Alles kriegst ein Kobalt. Ja. Was, wie, wo? Ach, ich habe gerade öfter das Space Engineers WG in den Programmierguide geschaut, aber... Da muss man sich ziemlich, ziemlich tief reinknien. Ja, vor allem erklärt er nichts, sondern, also... Er setzt voraus, was man programmieren kann. Ja, der gibt dir nur die möglichen Befehle und Funktionen, die du machen kannst und die ganzen ID-Nummern von den einzelnen Teilen. Ich hatte ein Problem mit meiner Tastatur. Die Tasten T, U, P, U, S, W und so funktionieren nicht. Und ich weiß weder warum noch, wie du sie beheben kannst. Hi Olli! Oh Olli, hi! T, P, U, wir sind jetzt heute ziemlich frei verteilt, ne? T, P, U, U, S, W. Wenn es angrenzende Tasten sind, dann können das ja sein. Ah.
solche Probleme sind zwei Möglichkeiten. Entweder dein Ding ist zu verdreckt. Je nachdem, was für Tasten. Das ist eine mechanische oder ist das eine klassische Folientaste? Vor allem ist das vielleicht ein Softwarefehler oder ein Hardwarefehler. Ja, genau. Eine andere Tastatur anschließen. Wenn er eine hat. Ich muss auch zugeben, mit meiner Tastatur, ich habe jetzt noch nie Probleme gehabt eigentlich, also von daher. Ja, meine hält auch. Meine ist auch. Er hält ganz gut durch. Also, Lüger, die erste Frage, die du stellen musst oder stellen kannst, ist, was für eine Tastaturart das ist. Wenn du natürlich eine mechanische hast, zum Beispiel mit den klassischen Cherry-Tasten, dann kann es durchaus auch sein, wenn die verdreckt ist, dass es nicht richtig funktioniert. Und generell sollte man immer, wenn du solche Probleme hast, oder wenn du häufiger mal solche Probleme hast, einfach mal die Tastatur sauber machen. Das ist zwar ein bisschen nervig, macht keinen Spaß. Nicht so wie ein Kollege, der hat die ganzen Tasten rausgenommen, wollte die sauber machen und sind Wasserkocher geschmissen. Okay. Das ist du von einem Laptop. Eieieiei. Laptop ist schwierig. Laptop, da kann es tatsächlich sein, da hast du eben gerade voll ins Schwarze getroffen, wenn du Pech hast. Laptop. Kann man nicht mal eben eine neue Tastatur kaufen? Nee, da kann man nicht irgendwie mal kurz... Ah, scheiße. Laptop ist natürlich für den Arsch. Wenn man eine Laptop-Tastatur austauschen muss, ist ein ziemlich beschissen. Oh, das ist natürlich... Hast du schon mal eine externe Tastatur versucht, um rauszufinden, ob es ein kleines Software-Problem ist? Ach, der Kleine ist hier noch hohl. Ist ja süß. Die haben ja sogar Hohlräume, die Kleinen. Nein, also die Großen. Ja, die Kleinen auch. Die Großen haben nicht mehr so viele Hohlräume. Die hatten früher, glaube ich, richtig... Die waren früher richtig... hatten richtige Durchgänge und so. Es gab einen Asteroidentyp, der hatte das. Oder zwei. Ja, da sind wir reingegangen und drin waren dann so Unmengen an Ressourcen. Ja, das... Nee, hat leider keine Tastatur zum Testen. Das ist doof. Also muss man zum Kumpel oder so fahren, der eine USB-Tastatur hat oder eine USB oder je nachdem, was für einen Anschluss du hinten hast. Meistens ist es ja USB. Und das bestimmt irgendein Kumpel, der so eine Tastatur, PC zu Hause hat. Muss erstmal testen, ob das generell, ob das jetzt ein Problem der Tastatur ist oder mit dem Laptop. Das kannst du erst dann verifizieren, wenn du mit einer anderen Tastatur testest. Wenn mit deiner Tastatur alles gut ist, dann kannst du eigentlich nur zwei Dinge tun. Ja, ich kann aber zwei Dinge tun. Alles nochmal den Laptop eventuell mal gucken, ob es ein Treiberproblem ist. Wenn du das schon verifiziert hast, dass es das nicht sein kann, dann muss ich dir leider sagen, dann hilft leider nichts mehr außer Wechsel. Und ansonsten hilft nichts außer Tastaturwechsel von dem Laptop, was eigentlich dann schon für den Laptop fast schon das Todesurteil ist. Wie alt ist denn dein Laptop? Wenn ich mich hier so schön reinnage. Ja, der hat einen Hohlraum. Der kleine Freund. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich alles einsammle. Ach, wir können alles gebrauchen. Aluminium, Kobalt habe ich 123k jetzt drin. Alex, guckst du ab und zu nach Produktion? Ja, bin ich gerade auch. Okay. Versuche es möglichst sinnvoll zu machen. Ja, gespannt, ob mein Sandbox-Raumschiff dann noch funktioniert. 6 Monate! Hast du auf jeden Fall noch Garantie drauf. Da brauchst du gar keine Kopf machen. Überhaupt nicht. Du hast garantiert eine schöne Garantiekarte. Wo man so gekauft hast, schick's hin, kaputt, einschicken. Unter einem Jahr brauchst du dir keine Sorgen machen. Müssen sie auf jeden Fall auch machen, da brauchen sie dir keinen Kopf machen, normalerweise. Wo hast du es denn gekauft? Ich habe zugegeben, Apollo noch nie was gemacht. Ich habe ja auch keinen Laptop, also ich bin ja nicht so der Laptop-Fan, wenn ich ehrlich bin.
Aber bei 6 Monaten, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wo hast du das Ding denn gekauft? Da musst du zu dem Händler gehen. Wahrscheinlich schickt das dann ein. Du hast jetzt halt dann kein Laptop, aber. Aber die Gewährleistungsumkehr ist, glaube ich, nach einem halben Jahr schon. Ist sie nach einem halben Jahr schon vorbei? Also, dass man nach einem halben Jahr quasi ist. Das ah, macht kein Unternehmen. Aber. Ich glaube, im ersten Jahr müssen sie, glaube ich, generell. Ja, ich glaube, im ersten halben Jahr muss das Unternehmen beweisen, dass der Laptop beim Kauf heile war. Und danach muss man als Käufer beweisen, dass das Gerät beim Kauf schon defekt war. Ja, ist trotzdem eine Garantieleistung normalerweise. Ja, klar, das ist dann ja vom Hersteller, aber nicht vom Verkäufer. Ja, das war ich ja. Eingeschickt wird sowieso, das habe ich ja gesagt gerade. Eingeschickt wird sowieso. Das habe ich auch gesagt. Also, das da brauche ich auf jeden Fall. Machen sie ja fast immer heutzutage. Die machen ja fast nichts mehr selber. Und wenn du da ein bisschen stunk machst, das ist natürlich nicht damit ganz freundlich. Erst freundlich, aber dann, wenn sie halt ein bisschen sich einpissen, dann. Ein bisschen stunk machen, dann geht das schon. Aber bei 6 Monaten muss so ein Ding funktionieren. Kann nicht sein, dass da die Tastatur nicht mehr funktioniert. Tja. So nach 3, 4, 5 Jahren würde ich vielleicht noch sagen, okay, aber nach 6 Monaten, no way. So, jetzt habe ich keine Lust mehr zu meinern. So, ich brauche Stahlrohre. Soll ich mich jetzt schon direkt an den Komponenten andocken oder? Ja, kannst du machen. Ach, Liel, dann hast du natürlich gewonnen. Kannst du gleich wieder zurückgeben. Was denn? Er hat gerade geschrieben, dass das Ding vor ein paar Tagen erst aus der Laboratur aus ist, von Saturn. Oh. Ist ein Acer. Ja, dann viel Spaß. Wir spielen Vanilla. Dann würde ich mich an deiner Stelle mal ganz, ganz sehr intensiv mit den werten Damen und Herren des Saturnmarktes deines Vertrauens unterhalten. In einem sehr freundlichen, aber nachhaltigen Ton, indem du den Vollidioten mal sagst, wenn sie schon reparieren, dass sie wenigstens richtig reparieren sollen, die Vollpfosten. Ansonsten sollten sie lieber gar nicht versuchen. Wir gucken, ob es repariert ist. Ja. Ja, wegen was war es denn in der Reparatur? Weiß ich nicht, weswegen warst du in der Patrouille? Vollpfosten. Ah, das ist immer so eine Scheiße bei Laptops. Du kannst nichts selber machen. Beim PC, da kannst du irgendwas noch selber machen. Aber bei Laptops, da kannst du nichts machen. Einer der Gründe, warum ich mir nie einen Laptop holen würde. Das ist so kacke. Ist irgendein Mist kaputt, du hast keine Ahnung und schon angeschissen. So, ein vollgeladener Erzfrachter ist in Kollisionskurs mit der Station. Ob das gesund Nein. ist? Mit 30 Meter pro Sekunde ist nicht schlimm. Brummst nur ein bisschen. Ich blick gerade, ich glaube, ich kann sogar mein Raumschiff treffen, oder? Flieg weiter. Ich dachte unser. Ist ja auch unser Raumschiff, aber ich würde es tatsächlich treffen. Habe ich deinen gesagt? Mein gesagt? Das ist die scheiß Gewohnheit. Ach ja, mir. So, Alex, wo möchtest du dein. Du musst das, Baby. Wo möchtest du das Zeug hin haben? In den normalen Verteiler? In den alten Andock. Jo, bin schon dabei. Hab dich schon verstanden. Echt scheiße, ich muss gleich mal googeln, ob das wirklich ein Multiplayer-Problem ist mit dem kooperativen Baumodus. Muss ja, wenn es im Singleplayer funktioniert und hier nicht. Ich hab's noch nicht verwendet, deswegen also. Oh, vorbeigeflogen, gefliegt. Hat er sich gar nicht an. Oh, das war noch was, als man die Rohstoffe noch auswerfen musste und dann erstmal einen Tee trinken, bis alles ausgeworfen war. Das aber stimmt, da man, ja. Da hat man die Sachen zumindest noch. So. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Zeug, Alex.
Das sollte dein Internet ging nicht mehr, alles ruckelte, deshalb haben wir ihn reparieren lassen. Das ist ja schön, dass sie das Internet nicht mehr ruckeln hingekriegt haben, aber die Tastatur kaputt gemacht haben, diese Vollpfosten. Oh, ich hasse solche blödsinnigen Drecks. Naja. Weißt du, da kannst du nichts machen. Am besten, wenn du noch beruflich damit unterwegs bist. Dann habt ihr richtig Spaß, Jungs. So. Wie sieht's denn aus? 53.000 Eisenplatten. Joa, also wir haben jetzt jede Menge Eisen. Kobalt hast du auch noch 124k. Ein bisschen Aluminium, falls du es brauchst. Also eigentlich in einem Maß, wo wir sagen können, sieht gut aus. Fürs Erste reicht. Ja, kleine Träger kannst du nochmal in Auftrag geben. Träger nochmal so gut 1000 Stück. Ja, mach Träger an Bord. Ja, ich sag's, ich bestelle nur Träger, ja. Das sind einfach nur Träger. Ach, hier gibt's die Bestellung auf. Kann man das? Ich darf das. Träger wären schön und dann hätte ich ganz gerne noch Panzerglas. Ich weiß nicht, ob wir mit Materialien haben, muss mal gucken. Kannst du da auch nochmal so gut 500 im Auftrag geben? Ja. 500. Aber mal 700. Boah, ich weiß nicht, wie viel Zeugs wir brauchen. Herstellungskomponenten 20.000. Sind schon im Auftrag. Hervorragend. Stahlplatten sieht gut aus. Große Stahlrohre sieht gut aus, kleine sieht gut aus. Sonst brauchen wir sonst irgendwas, was ich jetzt nicht sehe. Wie sieht es mit Triebwerks- und Reaktorkomponenten? Hat wahrscheinlich alles Stefan mitgenommen. Glaube ich noch weniger. Wenn nichts mehr im Container ist, dann wahrscheinlich. Wenn du alles aus dem Bauer, aus meinem Schweißer rausgepackt hast. Bei dir ist deiner ist leer. Stefan, wie fährst du Zeugst? Aus Osten. Wie viele Reaktorkomponenten und Dingskomponenten hast du mit? Triebwerkkomponenten? Reaktorkomponenten 16. Die sind. Ne, brauche ich glaube ich selber nachher noch welche. So. Und Triebwerkkomponenten hast du auch schon leer gemacht oder was? Triebwerk habe ich knapp 3000. Gut, Reaktorkomponenten, aber wie viel braucht man dafür? Wie viel braucht man für einen großen Reaktor? 2000. 2000? Dann macht 10. Die verbrauchen aber. Ja, da bedanken darfst du dich hier bei Monsieur Boje 2. Silberbarren sind da in dem Fall ein Problem. Ich habe nur einen Reaktor drauf. Silberbarren? Aber ich weiß nicht, Silber. Ob eine Reaktor wo noch was. Haben wir noch genug Silber oder nicht? Nicht mal das andere Schiff, wenn es eh nicht leckt. Kann ich gleich sagen.